Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zum Soundbug Simulator 2023 mit Jule, die ab und zu während dem Let's Play ihr Spiel beendet. Und war zu sehen. Und bei mir mit hängenden Sounds beim Blöcke setzen oder Blöcke abbauen. Wir haben jetzt immer noch nicht neu gestartet, wir haben direkt weiter aufgenommen. Wow. Aber wie ihr hört, die Blöcke, die Sounds, die hängen irgendwie nach. Ganz, ganz merkwürdig. Joinst du eigentlich über Steam oder joinst du im Spiel über die IP? Über die IP. Okay. Ich kann über Steam nicht mehr joinen oder ich konnte es nicht mehr, weil du in der Liste... Also bei mir im Steam spielst du dann kein 7 Days. Da bist du einfach nicht zu sehen. Und in der Freundesliste spielst du 7 Days, aber man kann nicht Rechtsklick Spiel beitreten mehr machen. Das ging nicht. Mhm. Das ging ja schon die ganze Zeit nicht mehr. Ich muss immer das Spiel starten und dann über die IP-Adresse gehen. Ja, gut, ist ja nicht so dramatisch. Ja, ich find's aber irgendwie merkwürdig, weil sonst bin ich immer so gejoint und seit, keine Ahnung, so 10, 15 Folgen geht das nicht mehr. Sehr interessant. Juhu. Also ich habe am Steam auch nichts irgendwie geändert, dass ich da irgendwelche Einstellungen geändert hätte, die irgendwie was damit zu tun haben könnten. Ich konnte, das hatten wir aber vorher auch schon, da musstest du mich immer einladen, du musstest mir immer eine Einladung schicken, weil sonst konnte ich einfach in eine Freundesrechtsklick-Spiel beitreten. Ja, ich erinnere mich. Ja, nicht mehr. Genau. Ja, das muss irgendwas mit der Freundesliste oder mit zeig mich als offline an oder als abwesend an oder so oder bitte nicht stören oder so ein Scheiß. Egal, ob du das änderst. Das ändert gar nichts. Das habe ich ja gemacht. Mhm. Aber das ist schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Naja, es kann halt eben nicht alles funktionieren. Ne? Ja. So, jetzt haben wir aber gleich hier. So, sehr gut. Hast du Material da oder soll ich was holen? Ich habe nur Holz. Achso, okay, dann hole ich was. Ich hätte auch keine Nagelpistole oder so. Nee, habe ich auch nicht. Okay. So, Holz, Pflastersteine, Beton, Nagelpistole, ich bring dir deine Nagelpistole mit. Ja. Klingt gut. Das klingt ja sozusagen hervorragend. Da läuft auch kein Zombie rum, es ist gar nichts. Ja. Merkwürdig, ist der Patch vielleicht schief gegangen? Okay. Ich habe auch keinen Sound jetzt gehabt, wo ich die Nagelpistole aufgenommen habe, ne? Ich habe extra mal gewartet. Merkwürdig. Jetzt. Bei mir fehlt der Sound der Nagelpistole, aber der Sound, dass das Holz drauf gemacht wird, ist da. Hä? Wie klingt das dann? Na, wenn du kannst ja mal gerade spaßeshalber einen Block mit einer Steinaxt aufwerten. Dann hörst du ja immer den Schlag von der Steinaxt und am Ende hörst du einmal dieses Sägegeräusch. Ach ja, das hörst du. Okay. Ich höre nur das Sägegeräusch, aber nicht den Schuss der Nagelpistole. Du bist kaputt. Ab und zu ist mal so ein Sound dabei. Der verirrt sich dann. Ja, jetzt geht's wieder irgendwie. Ganz, ganz
Merkwürdig, ey. Hübscher Hintern. Geh mal da hoch. Was? Hübscher Hintern? Hübscher Himmel. So, ja, ich kann zwei Blöcke hochspringen. Also, ich hab das geskillt ein bisschen. Oh, schön. Ja, finde ich auch. Ach so, wir müssen das da noch aufwerten. Warte mal, ich baue dir mal was da runter. Kannst du hier... Die kannst du komplett hochschießen, die Wand. Wird ja mal kleiner, der Schacht. Na gut. Dass es so klein wird, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Oder war das unten sowieso schon so klein? Naja, das war so klein. Sehe ja nur noch zwei Klingen fallen. Mehr ist es okay. Ja nicht mehr. Täuschte das. Kann man noch ein paar Rahmenformen bauen. So. Das ist so weird, ey. Dass du gar keinen siehst. Oder die laufen hier schon die ganze Zeit rum und werden bloß nicht angezeigt. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Das Auto war ja auch weg. Apropos Auto, siehst du das jetzt? Nee. Ich sehe nur das Moped. Aber nicht als Symbol. Siehst du es auch da stehen? Nee. Das ist, wahrscheinlich musst du auch ein paar Mal dran vorbeilaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ein Scheiß. Da unten ist noch ein Block. Siehst du den da? Ja, ja. Hast kein Beton mehr? Doch. Achso. Aber ich hab das, warte mal. Doch, hab ich, okay. Ich hab nur da gesetzt, wo sowieso schon Blöcke aufgewertet waren. Oh Gott, die müssen ja runterfallen. Nicht, dass die irgendwie da auf doofe Ideen kommen, weil das so eine gerade Fläche hier oben ist. Jetzt. Das wird sich dann zeigen, ob sie auf dumme Ideen kommen. Und ich muss da ganz alleine da unten stehen und uns denken so, was ist denn jetzt los? Wo bleiben sie denn? Ja, oh, könnte sein. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja. Stell dir vor, es ist Blutnacht und keiner geht hin. Ja, genau. So. Okay. Jetzt können die Zombies schön darunter plumpsen. Das war schon mal nicht verkehrt. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier oben mit dem ganzen Stuff? Sollen wir das abbauen?
Wieso betreiben wir das gar nicht mehr? Na, weil wir keinen Strom jetzt hier oben haben. Und wenn wir hier oben einfach noch so einen Generator hinsetzen, wir haben doch genug Materialien. Wir haben auch genug Batterien und Generatoren. Und die Kiste war doch voll. Ich würde auf jeden Fall hier noch wie so Treppen ransetzen oder Schrägen, weil die auf diese Kante hier hauen. Die mögen diese Kante gar nicht. Okay, ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Nehmen wir einfach mal Treppen, ne? Ja. So. Guck gerade bloß noch ein bisschen die Betonblöcke ab, ob da irgendwie viel fehlt. Ja, die bekommen halt immer wieder mal so einen Schadenspunkt, gell? Na, so zwischendurch. Machen wir so 300 bis 400 raus, dann haut's eh hin. Ja, nicht so dramatisch. Wie wollen wir das machen? Wollen wir uns einfach da oben in die Bude rein einen Generator stellen und dann den Strom hier rüber spannen oder was? Aber ich weiß nicht. Auch. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Strom. Ja, oder du setzt zwei auf jeden Turm und machst damit. Also setzt hier irgendwo. Mit Rauch. Hier ein und da drüben ein. Und dann hast du zwei Generatoren für vier Türme. Ist doch auch okay, oder nicht? Oder ist das zu wenig? Oder. Nee, ich weiß nicht, ob wir mit dem Strom bis rüberkommen. Ach so, von Turm zu Turm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie weit das. Da bin ich völlig raus. Das war nämlich mit den Elektrozäunen schon knapp. Ach so, okay. Ja, dann bin ich auch nicht. Ja, müssen wir mal überlegen. Irgendwie kriegen wir das schon hin, aber. Hab ich auch ratlos. So. Mehr genau, wie wir das gemacht hatten. Das ist auch gar nicht mehr irgendwie da oben verkabelt. Ich gehe mal gerade rein gucken, was wir da so an Stromkrempel und so haben. Hol mir mal was und dann probiere ich mal ein bisschen rum. Ja, mach mal. So, hier, Strom. So, schon mal drei Generatoren. 16 Verschaltungen. Nehme ich mal die Motoren noch mit. Und die Kabelzange. Ich gehe mir mal irgendwie einen Zombie suchen oder so. Ich finde das irgendwie merkwürdig, dass hier keiner rumspringt. Ja, mach mal. Schon ganz vergessen, wie die aussehen. So, wenn wir jetzt sagen, wir gehen von. Achso, wir brauchen erst hier vorne. Ja, also wie verhext, das ist ganz schlimm mit den Sounds. Das nervt mich so, ne? Ja, ich weiß, du redest seit zwei Folgen davon. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Meinst du, es nervt dich? Ja, es nervt. Oh. So, das hier funktioniert schon mal nicht. Dafür sind die Kabel zu kurz. Armer schwarzer Kater. Das funktioniert so nicht. Obwohl, warte mal. Hä? Das sind schöne Krater. Alter Finne. Okay. Doch komisch, oder? Kein Wolf. Na, bei mir waren eben Zombies, als ich aus dem Schneebiom hier rüber gefahren bin, aber.
Also es gibt sie noch, ja? Ja, es gibt sie noch, auf jeden Fall. Es gibt sie auf jeden Fall noch. So. Regnet das auch noch? Hier was reinzubohren, das ist irgendwie auch doof. Ah ja. Nö. Was denn? Ich hab nur ah ja gesagt wegen dem Gewitter. Ach so. Ich überlege gerade, wie man das jetzt machen könnte. Weiß nicht. Ich habe halt nicht wirklich Lust, in jedes dieser Dinger hier einen Generator reinzustellen. Hüpfi, hüpf, hüpfi, hüpf. Aber eigentlich, wenn ich doch hier auf die Druckplatte gehe und von der... Kann ich denn... Ich muss mal gerade was probieren. Wenn ich von der Druckplatte aus an die Dartfalle gehe und von der Druckplatte an den Elektrozaun. Dann sind doch der Zaun darüber und die Dartfalle darüber schon mal scharf. Dann könnte ich doch auch von hier aus noch an diese Dartfalle gehen. Und von... dem Elektrozaun auch an den Elektrozaun. Das reicht aber nicht. Gott, ey. So, wenn man dann hier drauf geht, wird die Dartfalle scharf und der Elektrozaun wird scharf. Und diese Dartfalle hier wird auch scharf. Das heißt, das könnte ich alles von hier aus machen. Jetzt müsste man das auf der Seite im Prinzip genauso bauen. Und dann müsste man nur noch von oben runter zu der Elektro-Dingsbums. Elektro-Dingsbums? Ja, zu der Druckplatte. Ich glaube, wir müssten... Kannst du mal mit deinem Beton kommen, bitte? Ja. Da. Bin da. Kannst du das mal schießen? Aus wie eine Skaterbahn hier oben. Ja. So. Okay. Dann könnte ich nämlich hingehen
und setze hier in der Mitte, das wäre hier, ne? Müsste eigentlich da sein. Setze ich den da. Dann kann ich das so verschalten. Weißt du? Okay. Und dann machen wir uns einfach hier dran. Da könnten wir uns einfach hier so Dings dran machen, Platten dran bauen. Plattenbausiedlung, weißt du? Plattenbausiedlung. So. Schön klein Käfig. Und dann oben drauf eine Platte gelegt, eine Klappe gelegt später. Weißt du? Ja. Hab ich zufällig ein bisschen Eisen in der Tasche? Kann ich mir so eine bauen? Ja, ich habe kein Eisen in der Tasche. Ich habe Eisen in der Tasche, aber es reicht nicht für eine Eisenklappe. Okay. Hier an der Seite auch noch, ne? Da sitzt noch eine drunter. Genau. Weil die müsste doch eigentlich dann halten, oder? Ich baue mal eine aus Holz. Okay, eine aus Holz habe ich auch schon gebaut. Ja, dann setz die mal drauf, bitte. Ist gelb. Aber das geht hier irgendwie nicht. Ja, weil. In die Mitte. Der Flip schnippt links und rechts. Ja. Du kannst nicht an die Mitte setzen. Ich kann nur außen dran setzen. Ich kann nicht in die Mitte schnipsen. Ich schwöre es. Warte. Mist. Ist das durchgefallen? Nee, oder nee. Ach, da drin. Ha! Ja, okay, ja, ich sehe schon. Warte mal. Horde kommt. Ja, dann. Die ist auch schnell unterwegs, ja, aus Südost. Das ist doch schön. Alles Anzugsträger hier, so Dings und Soldatis. Ja, macht doch nix. Die hauen das Auto. Die hauen schon wieder aus Auto. Schön. Nee. Hier, lauter. Das gibt's doch nicht, dass die auf den Wagen hauen. So weit geht der Turm. Krass. Ja, klar. Warum auch nicht? So, die Klappe sitzt drauf. Ah, cool. Wer ist das jetzt gemacht? Du hast einfach einen Pfosten oben drauf gelegt und den quer gelegt. Vollpfosten? Ein Vollpfosten, ja. Genau. Vollpfosten. Ganz genau. Einfach ein Vollpfosten drauf. Jetzt sieht man auch mal ein bisschen was hier. Ist das bei dir auch so hell dann durch das Auto? Ja. Okay. Ach so, und Vollpfosten. Bisschen Eisen ist drauf. Ja. Huch. Es gibt auf jeden Fall noch Zombies. Es gibt noch Zombies, ja, wenn auch nur sehr wenig. So, ja, warte. Ist das Spiel kaputt. Der muss dann dahin. Und dann machen wir wieder Schräge dahin und Schräge dahin. Hä? Das muss eine Eisenklappe sein? Oh Mann, wieso kann ich das nicht weiter aufwerten? Gemeinheit. Das ging mal früher, glaube ich. Das haben sie aber ja, irgendwann. Das haben sie irgendwann mal geändert. Aber heißt das, ich muss das zerstören und eine Eisenklappe herstellen? Naja.
Ja, ist doof. Ja, ist es. Okay. Ja, in dem Spiel gab es schon viele gute Mechaniken, die wieder rausgepatcht wurden. Ach, stehe ich nicht echt jetzt. So, okay, dann kann man das da auch aufwerten. Und dann bauen wir uns dasselbe nochmal hier hin. Tag. Na Gott sei Dank. Was würde man nur ohne diesen Tag machen? Mhm. Sag mal. Ja, was denn? Willst du mich trollen oder was? Ich? Nö. Ja. Nö. Ja, doch. Nein. Kommst du da drauf? Ein bisschen rum. So. Ich habe keine Sounds mehr beim Setzen, ne? Ab und zu mal. Also manchmal habe ich für mehrere Blöcke keinen Sound. Kannst meine haben. Ja, das glaube ich dir. So, jetzt haben die Dinger hier schon mal alle diese komischen Teile da drauf. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier wieder in die Mitte. Müsste hier sein, ne? Ja. Sieht gut aus. Und dann machen wir das hier einfach ganz genauso. Wir brauchen diese Platte. Ich nehme mal die Pfostenplatte, die ist ein bisschen dicker. Pfostenplatte. Ja, Pfostenplatte. Bei mir steht da Rahmenform. Ja, ist ja auch eine Rahmenform. Ist trotzdem eine Pfostenplatte. Okay. So. Und dann kann da bald, achso, dann muss da noch der Pfosten an sich drauf, ne? Ja, der Vollpfosten muss immer mit. Der Vollpfosten muss mit, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Nein, da war's. Scheiße. Tü-tüm. Achso, du hast kein Holz, ne? Hab ich schon, aber wenn du aufwertest, kriegst du auch noch Punkte. Ach so. Ey! Mann, ich hab doch auf die Nagelpistole. Na, ist egal. Tantchen wieder, ey. Achso, das Eisen ist Arle. Eine Platte fehlt noch. Hm? An der Seite, oder? Achso. Okay, dann hole ich jetzt nochmal Metal. Jo. Mach noch eine Eisenklappe. Du sagst, zwei brauchen wir noch, ne? Naja, drei. Kannst drei machen. Hier kommt ja auch noch so ein Ding hin. Ich habe doch bei dem anderen schon eine gemacht. Ja, es sind vier. Ja, ich habe schon zwei gesetzt. Ach so, okay. Ich dachte jetzt erst eine gesetzt. No. I have not. Oh. Klappe.
So. Sehr gut. Wunderbar. Läuft doch. Man kann da auch die Klappe drauf. Das sieht ja richtig futuristisch aus jetzt. Es sieht ein bisschen futuristisch aus. Wie so ein ja. Altar für irgendeine Sekte, ey. Ja, genau. Wir können ja noch Fackeln dran pappen. Ja, wir müssen so. Fackeln dran machen. Oder wie, na, sag schon, wie heißt der Film? Die Zeitmaschine mit dem Morloch. Ja, der war cool, der Film. Oh, ich liebe den, H.G. Wells. Können wir mal gucken, Mama. Ja, ich hab den ja auf DVD. Na, dann gucken wir den die Tage mal. Ja. Ja. So, ja cool. Heißt, nächste Folge bauen wir hier irgendwo einen Generator rein. Und dann können wir das alles verdrahten komplett und testen. Muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Ob wir vielleicht, wir könnten vielleicht mit dem Strom ins Haus reingehen und den Generator, den Strom im Haus hochführen oder so irgendwie. Oder wir machen das von hier unten nochmal. Ja, ich könnte mich den Helm durchgucken. Warte. Du musst du stehen bleiben. Bleib doch mal stehen. Darfst du dich bewegen? Ja, ich darf mich mal wieder nicht bewegen. Helmso. Du hast keine Arme. Hihi, hey, keine, geh mal keine auf Arme. Mich zu. Geh mal langsam auf mich zu. Keine Arme geht nicht. Keine Arme, keine Kekse. Weißt du doch. Wie, hä? Ja, jetzt. Stopp, stopp, stopp. Oh, du guckst mir direkt in die Augen. Ja, ja. Deine Nase ist aber auch ein bisschen hohl. Ja, du bist das einäugige. Ich sehe deine Augen. Ich sehe deine Augenäpfel. Ich kann durch deinen Kopf gucken. Es ist einfach nur dunkel. Man kann durch deinen Kopf durchgucken. Es ist einfach nichts drin. Ja, aber dir ist wenigstens noch ein Auge drin. Weil der linke so komisch ist. Ach, geh lieber raus aus meinem Kopf. Ist ja eklig. So. Oh Mann, ey. So, okay, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge basteln wir hier noch ein bisschen am Strom und gucken, dass wir das hier nochmal ans Laufen bringen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Eventuell müssen wir mit dem Spielstand wirklich auf den Server umziehen oder so. Was anderes fällt mir da jetzt echt nicht zu ein. Ja. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns nächste Folge mal wieder. Macht's gut, bis denn. Tschüss. Tschüss.